Spitzenpolitiker sind ganz scheue Wesen, ständig von Bodyguards umgeben, damit ihnen ja keiner zu nahe kommt. Soweit die landläufige Meinung. Seitdem Michael Kretschmer Ministerpräsident von Sachsen ist, hat die Staatsregierung einen anderen Weg eingeschlagen. Um die Politiker herum wimmelt es zwar nach wie vor von Sicherheitskräften, aber die Bürger können direkt mit der Regierung diskutieren. Das Sachsen-Gespräch hat am Mittwochabend in der Neuen Welt in Zwickau Station gemacht. Knapp 300 Menschen haben dort ihre Sorgen und Nöte vorgetragen. Jedes der Dresdner Ministerien war vertreten, entweder von dem jeweiligen Minister selbst oder aber durch den entsprechenden Staatssekretär. Unter den Besuchern des Abends waren auch hiesige Landtagsabgeordnete. Allerdings nicht, um dem Ministerpräsidenten Fragen zu stellen. Das könnten sie immerhin auch im Landtag in Dresden tun. Ja, eigentlich klare Sache, dass man als lokaler Landtagsabgeordneter hier mit präsent ist. Ich will auch nicht unbedingt mit den Ministern sprechen. In der Tat mache ich das auch am Rande des Plenums und wo immer es notwendig ist. Aber hier bin ich ja wegen unseren Bürgern da und bin auch als Ansprechpartner natürlich hier mit präsent und stehe den Leuten ganz zur Verfügung. Zum Sachsen-Gespräch eingeladen hatten der Freistaat Sachsen und der Landkreis Zwickau. Hier war es nicht das erste Sachsen-Gespräch. Im Juni 2018 waren die Politiker bereits in Limbach-Oberfrohna zu Gast. Und seitdem hat sich nach Einschätzung des Landrates schon etwas verändert. Also ich denke schon mit dem letzten Mal, mit diesen Sachsen-Gesprächen hat sich im Freistaat was geändert, nämlich dass die Staatsregierung vor Ort kommt, um den Kontakt mit Bürgern aufzunehmen, um erzählt zu bekommen, wo Sorgen, wo Probleme sind, welche Anregungen da sind und auch mal direkt zu diskutieren. Und das ist ein Format, was ich tatsächlich nur in Sachsen so kenne, das ist neu. Und ich denke, in Zwickau wird das genauso gut laufen, wie es in Limbach lief, nämlich mit einem ganz offenen Austausch und mit vielen Bürgern, die zu Wort kommen. Auch Bildungsminister Christian Piewarz war ein gefragter Ansprechpartner. Sven Richter von der Schülerunion Zwickau kritisierte die Stundenkürzungen im Bildungssystem. Weniger Unterricht, weniger Bildung, so seine Rechnung. Und deswegen sehe ich diese Stundenkürzung kritisch. In Musik sehe ich das auch kritisch, weil da lernt man auch kulturelle Sachen. Man lernt halt auch, wenn das vielleicht nicht jeder braucht, aber man lernt, wer Sebastian Bach war oder hier in Zwickau ganz speziell, wer Schumann war. Und genau aus diesem Grund finde ich, sollte man vielleicht schauen, dass man den Unterricht anders gestaltet, dass man mit weniger Lehrern trotzdem die Menge an Unterricht trotzdem unterbringt. Minister Piewarz hielt mit seiner Rechnung dagegen. Um das deutlich zu machen, Sport hatte ich die Reduzierung genannt. In Musik reden wir über eine Wochenstunde in Klassenstufe 3. Das ist alles. Kunst gar nicht. Kunst bleibt so, wie es bislang in der Stundentafel drin ist. Nicht nur bei der Bildung sahen verschiedene Gäste Verbesserungsbedarf. Auch Innenminister Wöller wurde mit Fragen konfrontiert. Warum suchen die Feuerwehren im Freistaat so dringend Nachwuchs? Jeder kleine Junge will Lokführer werden oder Feuerwehrmann. Oder Polizist. Oder Polizist. Und das geht dann irgendwo zwischendrin verloren. Und da fehlt wahrscheinlich jemand, der das Interesse weiter aufrechterhält bei den Kindern. Schule. Naja, also es kommen ja welche an bei der Feuerwehr. Ja, bei der Polizei. Aber das wird ja immer weniger, das ist ja das. Ja gut, die jungen Leute sind ja auch weniger geworden, das muss man sagen. Also wenn man die Mittelständler fragt, wahrscheinlich auch in Zwickau und in der Region, was das Problem ist, sind Fachkräfte. Ne? Also die Demografie, die ihr zu spüren bekommt, die ist ja allerorten da. Nur sie sagen, der Staat kann auch nur bedingt dagegen steuern. Nicht? Weil die Menschen selber entscheiden, wollen sie eine Familie gründen, wenn ja, wie viele Kinder haben sie, bleiben sie, ziehen sie weg. Ja? Und mit dem müssen wir halt umgehen. Nicht? Aber in der Tat ist es richtig, dass wir uns verstärkt bemühen müssen, damit denn auch später sozusagen noch die Leute da sind, die Fachkräfte und die Feuerwehrleute und die Polizisten. Und auch Justizminister Sebastian Gemko stellte sich den Fragen der Besucher. Thema Personalausstattung in den Gerichten. Ich möchte mal wissen, warum 30 Jahre nach der Wende 83% der Richter aus dem Westen kommen. Das geht doch gar nicht. Sind wir zu dumm, in der Sachsen das selber zu machen? Oder? Also es ist tatsächlich so. Ne? Es ist ein sehr großer Anteil Richter und Staatsanwälte, die aus den alten Bundesländern an Anfang der 90er Jahre gekommen sind.
gekommen sind. Und so ein Richter wird auf Lebenszeit verbeamtet und bleibt dann eben bis zur Pensionierung auch im Dienst. Das ist ein ganz logischer Prozess. Aber es kommen jetzt die großen Pensionierungswellen, die beginnen jetzt dieser Jahre, werden 2025 bis 2030 ihren Höhepunkt erreichen. Da werden innerhalb von 5 Jahren allein 33% aller Richter und Staatsanwälte aus dem aktiven Dienst ausscheiden. Und bis 2025 auch ein Drittel. Das heißt, bis 2030 werden 2/3 aller Richter und Staatsanwälte, die jetzt da sind, aus dem Dienst ausgeschieden sein. Auch der Leiter der Zwickauer Kita Kuschelkiste trug seine Wünsche und Einschätzungen vor. Er sprach damit den Ministerpräsidenten an. Kretschmer kannte die Problematik ganz genau. Wir haben jetzt allein diese 2 Vor- und Nachbereitungsstunden, macht auf Sachsen über 1000 Mitarbeiter aus. Köpfe. Und die haben wir jetzt, die stellen wir jetzt ein, aber dann ist es das irgendwie auch. Und ich würde mir schon wünschen, dass es uns gelingt, vielleicht können Sie auch ein paar Ratschläge geben, dass wir die Erzieherausbildung auf neue Füße stellen. Man braucht 5 Jahre, um Erzieher zu werden. Und ob das so sein muss, ob wir das nicht besser machen können, auch praxisnäher machen, das wäre der eine Wunsch. Dann zu sagen, Betreuungsschlüssel weiter versuchen in den Griff zu kriegen, vielleicht auch eine Flexibilität zu erzeugen, dass zumindest in einem Kindergarten in der Region auch etwas länger auf hat als 17 Uhr, wenn das die Unternehmenslandschaft braucht, solche Dinge. Aber an dem Bildungsplan auf jeden Fall festhalten, Verzahnung mit der Grundschule weiter stärken, das ist schon meine Meinung. Unzählige Themen kamen auf den Tisch. Sicher konnte nicht jede Frage an Ort und Stelle zu aller Zufriedenheit beantwortet werden. Doch die Staatsregierung ist damit erstmal wieder auf dem neuesten Stand, was die Bürger im Lande bewegt.